Lieber Stefan, lieber Erik, als Professoren am KIT kennt ihr ja beide Seiten. Das Promovieren am Lehrstuhl sowie die Promotion während der Tätigkeit am FZI. Wo seht ihr denn dabei die Unterschiede? Also wir haben schon das große Ziel, dass wir am FZI mit industriellen Partnern sehr stark zusammenarbeiten und dass wir gerade unsere Mitarbeiter eben auch immer die Reflexion ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ihrer Forschungstätigkeit mit der Umsetzbarkeit, also erstmal die Probleme genau zu kennen und nicht Probleme, die man sich hinterher ausdenkt, weil man schon die Lösung hat, sondern wirklich auf Probleme auch zu reagieren. Und da ist der Austausch am FZI mit industriellen Partnern natürlich sehr prädestiniert, sehr wertvolle und verwertbare Promotionen zu entwickeln. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht anfange zu werten, was jetzt die bessere oder schlechtere Promotion ist, weil natürlich auch an einem KIT, an einem Institut, wo man vielleicht auch eher mal die Möglichkeit hat zu scheitern mit einer Idee, das auch von sehr großer Bedeutung ist. In der auftragsbezogenen Arbeit am FZI ist das mit dem Scheitern so eine Sache, darf man auch, ja, aber so das Experimentelle, das würde ich dann eher wieder verorten am Institut. Und so würde ich mal spontan die zwei Unterscheidungen sehen. Ja, ich glaube, der Typ Mensch, der eine Promotion während der Arbeit am FZI macht oder während der Arbeit am Lehrstuhl macht, ist einfach so ein bisschen unterschiedlich generell. Also man merkt es oft schon, wenn Leute eigentlich intellektuell für beides gut genug, also da würde ich auch keine Unterscheidung machen, aber wie dann so die Vorlieben sind, wie man sich so eine Promotion vorstellt. Es gibt welche, die sagen, ich will in Ruhe einfach mal im Büro sitzen und überlegen, da muss auch kein Praxisbezug haben, ich wüsste einfach mal gern, wie das geht. Und der Typ am FZI ist eigentlich oft eine Person, die dann schon vielleicht mehr handwerkliche Fähigkeiten hat, wobei Handwerk ist für mich im Moment mal schnell ein Programm schreiben und auch Doing, also wirklich Ideen ausprobieren und den Kontakt sozusagen mit der Praxis sucht, also so ein bisschen, ich sage da immer so, der Ölgeruch in der Fabrikhalle oder so, also jemand, der sowas schön findet oder die und ich glaube, so kann man vielleicht die Leute auch so ein bisschen voneinander unterscheiden und behaupte dann, am FZI sind eher auch Personen, die vielleicht jetzt nicht planen, eine akademische Karriere in dem Stadium zu haben, sondern vielleicht auch im Idealfall zu sagen, ich würde gerne in die Industrie gehen, aber der Industrie vielleicht mehr noch zurückgeben und auf einer höheren intellektuellen Ebene einsteigen als vielleicht nach dem Master. Also so positiv, wie man es ausdrücken kann. Also um zu sagen, ich will erstmal noch ein bisschen mehr meinen Werkzeugkasten voll machen, bevor ich montieren gehe. Und ich glaube, die Einstellung ist auch sehr nützlich, auch für die Industrie. Ist es möglich, mit einem Hochschulabschluss zu promovieren? Ja, mindestens 5, bin ich ganz sicher, Masterabsolventen von Hochschulen. Und es würde jetzt nicht jede Dissertation drauf passen, nicht jedes Promotionsthema drauf passen, aber das Spektrum, das haben wir jetzt ja gerade auch gehört und diskutiert, das ist dann schon auch breiter, auch für eine wissenschaftliche Arbeit. Und jetzt würde ich vielleicht mir auch anmaßen zu sagen, jetzt müsste man da vielleicht, was die Noten angeht, noch ein bisschen mehr schauen, dass man eben die Besten nimmt. Und dann ist es durchaus offen und gut möglich, eine Promotion auch mit einem Masterabschluss an einer Hochschule zu machen. Das Potenzial von der Person hängt nicht von der Ausbildung unbedingt ab. Also, aber natürlich ist es diese Frage, wie voll ist der Werkzeugkasten? Und an Hochschulen ist es gerade, je mathematischer es wird, ist die Ausbildung oft ein bisschen schwächer. Nicht, weil die Leute es nicht könnten, aber weil sie es nie beigebracht gekriegt haben. Da kommt nicht nur die Frage in Freizeit promovieren, sondern in Freizeit nachlernen eventuell. Also ich habe ja gesagt, ne, es gibt dann Themen, die hat jemand an der Hochschule vielleicht nie als Vorlesung gehabt. Warum auch immer, ist ja nicht wichtig, ja. Aber dann kann man sagen, na gut, eigentlich traut man es der Person zu, aber die und die Themen fehlen noch. Ist die Person jetzt bereit, sich nochmal in Vorlesungen zu setzen oder die Dinge nachzulernen? Ja oder nein? Ne? Und dann kommt man ganz stark in diesen Bereich rein. Und da ist viel auch Idealismus, würde ich sagen, mal wieder dabei. Ne? Lieber Stefan, lieber Erik, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für ein Interview mit uns genommen habt.